Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zur nächsten Folge Valheim. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Ich habe mich, wie versprochen, natürlich nochmal etwas belesen. Und mit dem Reparieren war ich einfach ein bisschen dumm. So wie ich es jetzt rausgefunden habe. Ui, mega leck am Anfang, aber ja. Die Spieler kennen's. So ist das nun mal, wenn die Welt erst noch geladen werden muss. Und zwar müssen wir nur auf die Werkbank und hier drauf drücken. War voll dumm von mir, aber man hätte auch so ein kleines Reparieren drüber schreiben können. Wäre in meinem Fall auf jeden Fall besser gewesen. Na gut, was soll's. Hier oben sehen wir übrigens unsere Fähigkeiten. Bögen, Holzhacken und alles drum und dran. Unbewaffnet 9 Rennen, die wir natürlich stets weiter erweitern werden. Gut, wir wissen jetzt zumindest erstmal, wie wir unsere Waffen reparieren oder unsere Werkzeuge. Und damit sind wir ja schon mal einen großen Schritt weiter. Mit dem Planieren, da habe ich mir ein bisschen zu viel versprochen von. Leider macht das nur kleine Unebenheiten und nicht so eine riesen Hügellandschaft, wie wir hier aktuell haben. Ich glaube, dass man das später dann noch verbessern kann oder generell einfach mit Fundamenten sich wahrscheinlich etwas mehr den Boden begradigen kann, als wir das jetzt schon tun. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie wir mit dem Häuschen hier weitermachen. Einerseits gefällt es mir nicht. Also an sich finde ich es hier gar nicht so hässlich, aber mit dem ganzen ungeraden Boden, das ist irgendwie alles nichts Halbes und nichts Ganzes. Ich würde sagen, wir bauen das trotzdem erstmal zu Ende. Vor allem bauen wir uns ein Bett. Oh, wir könnten was essen. Machen wir doch. Ich wollte nochmal gucken, was wir genau mit dem Harz anstellen können. Ich glaube, Fackeln und sowas können wir uns da draus bauen. Ach ja, es steht genau hier drüben. Ich habe es wirklich nicht gelesen. Aber wir lernen halt beim Spielen und das ist da auch eine schöne Sache. Ja, wie gesagt, ich würde anfangen, das Haus doch noch weiter zu bebauen. Und vor allem ein Bett bauen, damit wir einen Respawn-Punkt haben. Weil falls wir doch mal sterben sollten, wäre das vielleicht gar nicht so verkehrt. Wir schauen mal, was wir alles Schönes machen können. Benötigte Ausbaustufe 2. Weiß nicht, ob das Stufe 2 von der Werkbank ist. Habe ich auch schon gesehen. Da müssen wir so ein Teil daneben bauen. Fragt mich bitte nicht genau, wie es heißt. Finden wir aber alles noch raus. Ich würde jetzt erstmal sagen, wir gucken mal. Holzschild. 10 Holz und Lederreste. Wir müssen definitiv jetzt mal zeitnah auf die Jagd gehen. Denn in der Jagd, auf der Jagd, beim Erledigen von Tieren, kriegen wir natürlich Leder. Und das brauchen wir halt für Waffenrüstung, Holzschilde und alles drum und dran. Jetzt wollte ich eigentlich mal gucken, wie wir unser Bett bauen. Geht das jetzt normal über den Bauhammer mit? Werkbank. Ich sehe noch kein Bett. Dekoration. Ein Bett ist Deko, alles klar. Was brauchen wir dafür? 8 Holz. Na, dann gehen wir die jetzt mal sammeln. Bauen uns hier ein kleines, hübsches Schlafgemach in das Häuschen. Dann haben wir einen Respawn-Punkt und dann ist es auch nicht ganz so schlimm, falls wir mal sterben sollten. Na, da war ich noch zu weit weg. Wir könnten halt rein theoretisch auch die Buche und so weiter mit den Händen verprügeln. Dann würden wir unseren Unbewaffnet-Skill verbessern. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob wir unbedingt so einen Unbewaffnet-Skill brauchen. Weil idealerweise sind wir halt eigentlich immer bewaffnet. Deshalb würde ich das jetzt erstmal sein lassen. Ach, schon wieder. Was verprügelt man den? Mit der Fackel? Ich würde sagen, mit der Fackel. Brennt er immer so schön? Nein, ich dachte, er greift an. Aber wenn er brennt, ist er, glaube ich, nicht ganz so konzentriert. Und was wir definitiv auch noch machen, ist uns ein paar Fackeln ans Haus zu bauen, dass ihr vor allem nachts etwas mehr seht. Das wäre ja gar nicht mal so schlecht, denke ich. Ja, ich habe noch eine ganze Menge gelesen. Es gibt vor allem auch Dungeons, die wir da noch betreten können. Also das Spiel wird tatsächlich immer komplexer. Ich meine, klar, jetzt aktuell haben wir noch nicht so viel davon gesehen. Aber desto mehr ich lese, desto mehr begeistere ich mich dafür. Und ich glaube, das ist auch genau der Grund, warum so viele von dem Suchtfaktor sprechen. In den Dungeons finden wir dann auch noch tolle Gegenstände, die wir unbedingt brauchen. Und ja, dann gucken wir mal. Weil die Werkbank kann man auch noch auf verschiedene Stufen bringen. Ich hatte es ja gerade schon erwähnt. Mit irgendeinem Klotz, den man daneben bauen muss. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wie es heißt. Und das sollte natürlich dann auch zeitnah das Ziel sein.
Also ich würde sagen, wir machen die Hütte hier ein kleines bisschen fertig, dass wir zumindest eine kleine Mini-Hütte erstmal haben. Und dann schauen wir uns aber um, dass wir was Schöneres finden. Ja, gerade mit der unebenen, dem unebenen Boden hier, das gefällt mir gar nicht. Und ein bisschen am Wasser wäre wahrscheinlich auch cool. Es gibt wohl auch noch so einen Dunkelwald, Schwarzwald, sowas die Richtung. Sehen wir dann daran, dass es andere Bäume gibt und da vor allem auch um einiges stärkere Gegner unterwegs sind. Und ich habe auch den Tipp gelesen, dass man seine erste Hütte nicht weit entfernt von diesem Wald bauen sollte. Also schauen wir dann auf jeden Fall, dass wir ein besseres Plätzchen finden. Oh, wie viel Holz haben wir denn jetzt? Wir haben schon wieder 67 Stück gesammelt. Das geht immer sehr flink. Was habe ich denn hier eigentlich? Das ist nur Boden einebnen. Naja, die richtige Spitzhacke kriegen wir, glaube ich, erst bei Werkbankstufe 2. Dann können wir auch diese großen Felsen abbauen. Das macht sich auf jeden Fall eine Nummer schöner, als immer nur die kleinen Steine im Gras suchen zu müssen. Gut, jetzt hätte ich gern ein Bett und ich gehe schon wieder an die Werkbank. Muss die Spielmechanik noch ein bisschen lernen. Wo bauen wir es hin? Ich würde sagen, erstmal hier drüben, weil wir es direkt in die Ecke. Ich glaube, Ecke sieht schöner aus als in der Mitte, oder? Ja. So. Und wir haben unser erstes Bett. Und da kommt auch Hugi und möchte direkt mit uns ins Bett hüpfen. Hey. Ein Kopfpolster für die Erschöpften. Verbringe die Nacht in deinem Bett, um gestärkt und voller Energie zu erwachen. Eine weitere Verbesserung deines Eigenheims würden ein paar Kisten darstellen, in denen du Gegenstände lagern kannst. Es ist nie verkehrt, immer ein wenig Ersatzausrüstung vorrätig zu haben. Nur für den Fall, dass dir während deiner Erkundung irgendetwas Unvorhersehbares zustehen sollte. Zustehen, zustoßen natürlich. Danke, Hugin. Ich mag den immer mehr. Ich finde das cool, dass das Spiel das so gemacht hat. Ich wollte nochmal auf der Karte gucken. Wir müssen auf jeden Fall nochmal hier zu dem Steinkreis, denn ich habe mir den Eiktür noch nicht markiert. Das war ja dieser rote Opferstein oder rote Stein, wie auch immer. Dass wir uns den definitiv mal noch markieren und was ich auch machen wollte, und das mache ich jetzt mal als allererstes, unser Zuhäuschen markieren. Zuhäuschen, auch schönes Wort. Unser Zuhause markieren, dass ich nicht wieder eine halbe Folge dumm hin und her irre und mich nicht wieder zurechtfinde. Gut, das haben wir. Eine weitere Sache, die ich noch gelesen habe, ist, dass wir idealerweise, wenn wir laufen und rennen sollten, keine Werkzeuge oder Waffen ausgerüstet haben lassen sollten, wie auch immer, denn wir haben ganz unten, ich kann jetzt mit der Maus nicht zeigen, haben wir Bewegungstempo stehen, -5% bei der Axt. Beim Hammer ist es anscheinend nix. Hacke auch nicht. Bewegungstempo -5. Okay, anscheinend nur bei Waffen und der Fackel. Macht uns halt langsamer und verbraucht auch die Ausdauer schneller. Sehr schön, wir haben ein kleines Bett. Dann werden wir mal gucken, was kostet denn so eine Kiste, weil das fände ich auch gar nicht so verkehrt. Ja, können wir ja direkt bauen. Und die hier so als kleinen Nachttisch daneben bauen. Wir bauen sie erstmal hier drüben hin. Zack, passt das? Ja, sieht gut aus. Dann können wir da nämlich auch schon mal später noch ein bisschen Holz und so zwischenlagern, dass wir nicht wie in einer der letzten Folgen überladen sind. Vor allem, wenn wir sterben, ist es ja auch nicht verkehrt. Man kann zwar seine Gegenstände, soweit ich weiß, dann auch wieder einsammeln, aber das Gelbe vom Ei ist das natürlich auch alles nicht. Genug gequatscht, wir werden jetzt weiter das Haus bauen. Und zwar mit einem Dach. Bin mir nicht sicher, ob das einfach so hält. Ich würde es hier drüben verlängern. Halt die Frage, ob man sich dann das passt, dass es sich in der Mitte trifft oder nicht. Habe ich jetzt natürlich beim Bauen nicht beachtet. Zack. Ich finde das relativ schwierig, das ordentlich zu treffen dann. Ist auch die Frage, wie viele von den Holzdächern halten, ohne dass wir noch einen Stützpfeiler drunter bauen. An sich fände ich es, ach so, aber das Haus ist nicht mittig von, nein, ich bin schon wieder ans Feuer gerannt. Nicht ganz mittig von dem Ding, ne? Nee, nicht unbedingt. Naja gut, es soll ja keine super
mega schöne Hütte erstmal werden. Aber zumindest ein kleiner Anfang. Ich weiß nicht, wie das aussieht, wenn wir das asymmetrisch bauen. Wahrscheinlich ziemlich asi. Man kann dann auch so Leitern obendrauf bauen auf die Holzdächer, dass man da besser rankommt. Ich würde sagen, das gucken wir uns gleich mal an. Holzleiter, ist das die? Dann lässt es sich nämlich auch etwas einfacher bauen. So, hätten wir auch so einfach drauflaufen können? Ah, mehr oder? Na, nee, wir rutschen runter. Also ist schon besser, so eine Holzleiter dran zu bauen. Brauchen wir hier unten noch eine, oder? So, schafft das jetzt? Ja. Ah, sieht auch ein bisschen spastisch aus, aber okay. Wir wollen mal nicht meckern. Hier haben wir's. Zack. 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 Und zack. Ah, jetzt wird's langsam schon rot und orange. Das heißt, sehr viel mehr können wir nicht mehr anbauen. Ich hätte halt ganz gerne, dass das Dach hier so hoch geht und sozusagen die Hälfte von dem Dach vom Haus mit ist. Das halt so als kleiner Anbau hier drüben mit fungiert. Das sieht ein bisschen schöner aus, als wenn es einfach nur daneben steht. Ist zwar wahrscheinlich schon wieder Ressourcenverschwendung ohne Ende. Aber wir wollen ja auch ein bisschen Spaß haben im Spiel. Das ist halt nur die Frage. Na gut, wenn wir die Holzwand jetzt hier erhöhen, müssten wir das doch rein theoretisch dann da abgestellt kriegen. Wir kriegen es nicht hin, dort ordentlich drauf zu bauen. Ich guck mal, ob wir hier einfach eine Leiter hier dran setzen. Aber das wird wahrscheinlich auch nicht so einfach klappen. Wir können es ja zum Glück alles wieder abbauen. Reicht das schon, wenn ich springe? Jo. Dann nehmen wir uns einmal die Holzwand. Zack. Sehe schon, wir haben bestimmt gleich kein Holz mehr und wir müssen wieder sammeln gehen. Gut, das scheint ja schon mal zu funktionieren. Und dann müsste das doch rein theoretisch auch die nächste Ebene der Holzdächer dann halten. Die Hütte wird schon wieder viel zu riesig und vor allem einfach nur in die Höhe. Sieht wahrscheinlich aus wie so ein Kackstift in der Landschaft. Warum lässt er mich das jetzt? Doch, so. Aber so könnte es funktionieren, obwohl das aussieht, als wäre die Holzwand höher als das Dach. Ach ja, also bauen ist definitiv keine einfache Aufgabe hier. Gerade mit der Statik und dass man auch gucken muss, wie viel Grad das Dach hat, dass das am Ende alles passt. Jetzt hier einfach dran bauen wird wahrscheinlich nichts, ne? Sieht nicht danach aus. Wir bauen uns mal noch kurz hier eine Treppe hin oder eine Leiter besser gesagt. Ist irgendwie nicht so das Gelbe vom Ei, ne? Lassen wir es erstmal so. Ich bin mir nicht sicher. Fehlende Voraussetzung. Ach, wir haben schon wieder kein Holz mehr. Okay, alles klar. Ui, ich wollte gerade sagen, gibt es denn Fallschaden? Wir haben ganz schön wenig Leben. Wir müssen unbedingt auf die Jagd gehen. Oder zumindest mal noch ein paar Pilze finden. Wie sieht denn das jetzt aus? Irgendwie beschissen, ne? Das habe ich mir schöner vorgestellt. Naja, mal gucken, was wir noch draus machen. Wir werden jetzt definitiv erstmal ein bisschen auf die Jagd gehen. Schleichen können wir mit der STRG-Taste. Aber auch da müssen wir schauen. Wie ihr seht, verbraucht sich die Ausdauer unten sehr schnell. Also muss man vorher schon ein bisschen einschätzen können. Wie weit komme ich denn? Wir gehen nochmal eben an die Werkbank und schauen mal, ob wir uns vielleicht ein Messer oder sonst was in die Richtung craften können. Das haben wir noch gar nicht drin. Einen Bogen hätten wir drin, brauchen wir aber auch Leder und Leder haben wir erst eins. Messer haben wir leider auch nicht oder sonstiges. Ein bisschen schwierig, also müsste man tatsächlich uns mit der Steinaxt anschleichen. Um dann
etwas Lebendes damit zu vernichten. Mal gucken, ob das klappt. Aktuell sehe ich bloß nach gar nichts. So von wegen Wildschwein oder Hirsch. Oder Reh. Oder Rehkitz. Und nur die Gräulinge. Ach man. Man kann wohl auch, wenn man genau in der richtigen Sekunde blockt, den Gegner sozusagen einmal zurückstoßen, dass der kurz verwirrt ist. Scheint wohl die beste Taktik zu sein. Dann kann man nämlich in Ruhe erstmal drauf einprügeln, ohne dass was zurückkommt. Und es wird schon wieder dunkel. Ah, dann können wir hier mal eben schnell zum Steinkreis und uns den Eiktür auf der Karte markieren. Okay. Hat das jetzt dauerhaft auf unserer Karte drauf? Ja, da oben ist er. Wir werden uns natürlich noch nicht auf den Weg zu ihm machen. Dafür ist es noch viel zu früh und wir sind noch viel zu schlecht ausgerüstet. Hirsch. Nein. Ach, Mist. Beruhigt er sich wieder? Eh nicht mehr. Wo bist du, kleiner Hirsch? Ich brauche dich. Was ist das da hinten? Bloß ein Stein, ne? Hätte nicht rennen dürfen. Da ist... Ach man, direkt hinterm Baum. Das gibt's doch nicht. Ich glaube, mit Rennen wird das erst recht nichts. Und Schleichen verbessert. Wo bist du hin? Würde Xavier Naidoo jetzt sagen. Da ist was. Komm, zack. Los, nein, nicht wegrennen. Jawohl, wir haben ihn. Ich wollte schon sagen. Eine Hirschtrophäe haben wir, das ist cool. Wir haben direkt wieder neue Sachen gelernt. Wo es Fleisch gab, aber Leder haben wir jetzt wohl nicht bekommen. Ist das nur von dem Wildschwein? Aber wir haben zumindest schon mal Fleisch, da bin ich schon mal sehr glücklich drüber. Sagen wir, laufen jetzt einfach noch hier ein bisschen durch die Wälder. Oh, wir fangen natürlich an zu frieren. Hey. Ich wollte gerade sagen, wir laufen einfach mal ein bisschen durch die Wälder. Nehmen uns ein bisschen Holz mit und gucken, ob uns ein Wildschwein entgegenkommt. Oh Gott. Mann, hast du mich erschreckt. Mach mal die Fackel an. Ein bisschen was seht. Irgendwie ist es trotzdem immer etwas unheimlich in der Nacht. Gerade wenn die Musik dann so bedrohlich wird. Ich habe echt Angst, dass auf einmal hinter mir ein Gräuling steht. Dass auf einmal hinter mir 10 Gräulinge stehen. Na. Ich würde das gerne mal probieren mit dem richtigen Blocken. Komm her. Aber irgendwie hat er gar kein Interesse an uns. Es war ein One-Hit-Wonder. Zumindest geben die uns immer genügend Harz. Das heißt, an Fackeln sollte es uns nicht mangeln. So, ein paar Himbeeren noch. Davon finden wir auf jeden Fall immer genug. Das Fleisch können wir dann mal auf die Kochstelle hauen, die wir natürlich noch nicht gebaut haben. Aber das werde ich jetzt demnächst tun. Und dann muss ich mir mal idealerweise überlegen, was wir jetzt weiterhin mit dem Häuschen machen. Wirklich gefallen tut mir das alles noch nicht, aber jetzt alles abreißen fände ich auch etwas schade. So, ich packe mal das ein, dann sollten wir ein bisschen schneller sein. Erste Häuschen auf der Map müsste das verlassene Haus sein und das zweite dann unser Zuhause. Genau so ist es. Wenn die Musik aus ist in der Nacht, ist ja noch gruseliger. Ich wollte erst sagen, die gruselige Musik, die macht's, aber so ganz ohne. Was war das? Oh Gott. Ey, ja, ein Wildschwein. Hey. Komm her, wo bist du hin? Da habe ich gerade nach oben geguckt, auf welcher Taste ich die Axt habe. Da ist er. Scheint verängstigt zu sein, ne? Das ist doch gut. Ach, Weg abgeschnitten. Jetzt haben wir ihn. Und es gab Fleisch und Lederreste. Sehr gut. Nur eins wahrscheinlich. Aber okay, besser als nix. Ich werde jetzt mal ein paar Fackeln bauen.
damit ihr hier mehr seht. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Hier. Nee, nicht Fackel, wir brauchen so eine Standfackel. Bauhammer. Zwei Holz und zwei Harz, ne? Das ist ja okay. Ich würde jetzt einfach mal eine hier vorne hin basteln. Ich glaube, im Haus platzieren ist nicht so die schlauste Idee. Ja, dann machen wir uns noch eine hier an die Werkbank ran. Wo ist es auch unter dem Dach? Irgendwie Angst, dass dann die Hütte abbrennt. Wir bauen hier noch eins hin. Ja, und dann sieht es doch schon mal einigermaßen besser aus. Kochstelle wollte ich noch gucken. Da haben wir sie. Die muss aber, glaube ich, übers Lagerfeuer. Macht zumindest Sinn. Und dort würde ich sagen, hauen wir jetzt einfach mal unser rohes Fleisch drauf. Gegenstand kochen. Ah, macht er automatisch, okay. Zwei Stück. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen, dass wir es nicht zu lange dran lassen. Das Ganze verbrennt dann nämlich und wir stellen dann Kohle her. Ist zwar auch nicht verkehrt, aber aktuell brauchen wir es noch nicht. Und da würde ich dann doch lieber erstmal was zu essen haben. Man soll es zwar an dem Knistern hören, das Problem ist, ich habe das Spiel gerade sehr leise gestellt. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das schon fertig ist. Gekochtes Fleisch, jo. Haben wir gut hingekriegt. Die Feuerstelle bauen wir uns dann hier noch ins Häuschen mit rein. Damit wir es hier schön gemütlich und warm haben. So, sehr cool. Dann hauen wir uns hier noch ein Fleisch mit rein. Wenn wir jetzt noch einen Pilz hätten, hätten wir mal alle drei voll. Was ist das für ein Schatten? Ja, das ist ja cool. Also klar, es sieht jetzt nicht mega realistisch aus, aber so durch die Flammen, die natürlich hin und her zittern. Schon ganz cool gemacht, aber auch ein bisschen gruselig. Naja, ich sehe, wir sind schon wieder an einem Folgenende angekommen. Sogar zwei Überminuten. Wahnsinn. So schnell geht die Zeit in dem Spiel rum. Ich danke euch erstmal fürs Zuschauen. Morgen 19 Uhr kommt die nächste Folge. Bis dahin, macht's gut.